Willkommen zurück. Im zweiten Teil soll es darum gehen, wie wir Anforderungen ermitteln können, gute Anforderungen ermitteln können und wie wir die überhaupt ermitteln können. Das heißt, wir werden uns da Techniken angucken, wir werden aber auch gucken, was sind gute Anforderungen. Dafür ist es gut, wenn ihr euch in dem letzten Teil tatsächlich mal hingesetzt habt und Anforderungen geschrieben habt. Ja, das werden wir in diesem Teil brauchen und deswegen nochmal der Aufruf, wer das noch nicht gemacht hat, jetzt einfach nochmal kurz zurückgehen, sich da kurz Zeit nehmen. Da reichen auch 5 oder 10 Minuten, einfach mal einen Entwurf zu schreiben, weil wir das gleich brauchen werden. Gut, also jetzt zu dem Teil, wie können wir Anforderungen ermitteln und was sind eigentlich gute Anforderungen? Hierzu ein Zitat von Ian Somervilles Buch, was, glaube ich, ganz gut verdeutlicht, was da passiert bei der Softwareentwicklung und was eine häufige Situation ist. Und ich glaube, er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Und deswegen möchte ich das hier rezitieren. Imprecision in the requirement specification can lead to disputes between customers and software developers. It is natural for a system developer to interpret an ambiguous requirement in a way that it simplifies its implementation. Often, however, this is not what the customer wants. New requirements have to be established and changes made to the system. Of course, this delays system delivery and increases costs. Was ist hier das Entscheidende? Das Entscheidende ist, wenn ich Anforderungen aufgeschrieben habe, die Deutungsspielraum lassen, die eben noch nicht klar festlegen, wie das System aussehen soll, dann kann sich der Entwickler entscheiden. Und es ist üblich, dass sich der Entwickler, oder das ist gängig und relativ natürlich auch, dass sich der Entwickler dann eher den leichtesten Weg aussucht, um sozusagen innerhalb seines Zeitbudgets zum Beispiel, also den Zeitanforderungen und den Kostenanforderungen der Aufgabe gerecht zu werden. Das heißt, wenn wir einfach nur sagen, die Schaukel soll am Baum befestigt sein, ja, um zu unserem Beispiel zurückzukommen, dann ist eben die Frage, dann kann man eben auf die Idee kommen, naja, also um die Schaukel zu befestigen, da brauche ich jetzt keine Leiter implementieren, ja, ich brauche jetzt keine Leiter herholen, ich brauche jetzt nicht noch extra ein Stück Software schreiben, was mir quasi, was dieser Leiter entspricht, sondern ich kann das einfach unten am Baum festmachen. Und oft ist es so, dass wenn es diesen Spielraum gibt und wenn sich der Entwickler da entscheiden kann, dann ist es eben oft nicht das, was der Kunde eigentlich wollte, weil zur Erinnerung, der Kunde in dem Fall wollte hier eben diese Schaukel haben und damit ist die Implementierung relativ weit weg. Warum ist das so entscheidend? Naja, wenn wir Fehler bei den Anforderungen machen oder nicht das implementieren, was der Kunde braucht, dann wird es dazu führen, dass es später nochmal Anpassungen geben muss. Und je später wir das bemerken, desto schlimmer ist es. Ja, und deswegen müssen wir uns eben Gedanken machen, wie können wir präzise Anforderungen definieren. Gut, und die zwei wichtigsten Eigenschaften für Anforderungen sind Vollständigkeit und Konsistenz. Was bedeutet das? Ideally, the functional requirement specification of a system should be both complete and consistent. Completeness means that all services and information required by the user should be defined. Also Vollständigkeit. Ich nehme alles auf, was für den Endanwender, für den Nutzer wichtig ist. Ich versuche alles abzudecken und dabei keine Informationen zu vergessen, die vielleicht wichtig sind. Ja, das heißt bei der Schaukel, man soll sich auf die Schaukel setzen können und durch ein Anschubsen soll man eine Weile hin und her schaukeln können. Ja, wenn das so vollständig da drin steht, dann kann der Entwickler gar nicht diese Entscheidung treffen, das irgendwie unten die Schaukel neben dem Baum zu legen. Consistency means that requirements should not be contradictory. Das bedeutet, wenn wir jetzt einfach viele Anforderungen aufstellen, dann passiert es leicht, dass sich davon Anforderungen widersprechen. Und das ist ganz natürlich, wenn ich sage, die Anwendung soll sicher sein, soll wenig Speicherplatz verbrauchen, soll schnell sein, dass die schnell im Widerspruch stehen können. Warum? Naja, damit sie sicher ist, muss ich vielleicht Sachen verschlüsseln. Verschlüsselung ist umso aufwendiger, in vielen Fällen zumindest, umso sicherer es ist. Das heißt,
Es gibt oft Anforderungen, die im Widerspruch stehen und es kann sein, dass es technisch gar nicht möglich ist, so ein System zu bauen. Es kann aber auch durchaus Sachen geben, die jetzt nicht nur nicht funktionale Eigenschaften betreffen, sondern auch funktionale Eigenschaften, die man nicht zusammen ermöglichen kann. Also wenn wir bei der Corona-App gesagt hätten, an der einen Stelle heißt es, der Nutzer soll identifizierbar sein auf einem anderen Gerät und an der anderen Stelle steht, der Nutzer soll eben nicht identifizierbar sein und sollen nur zufällige IDs ausgetauscht werden. Ich würde jetzt vielleicht erstmal unten auf diese blaue Box zu sprechen kommen. Was in der Praxis jetzt allerdings häufig passiert, ist, dass wir, ja, es gibt natürlich irgendwo Fehler, ne? Also, wo kommen diese Anforderungen her? Natürlich sitzt irgendwo ein Mensch und der schreibt diese Anforderungen auf und Menschen machen Fehler. Das heißt, dadurch kann irgendwie was passieren. Es kann leicht zu Auslassungen kommen. Es ist schwierig, tatsächlich alles vollständig aufzuschreiben. Und warum das so schwierig ist, das vollständig aufzuschreiben, ist, dass es häufig implizites Wissen gibt. Ja, das heißt, es gibt Wissen, was der Nutzer in seiner tagtäglichen Umgebung, Arbeitsumgebung, private Umgebung, was auch immer wir mit der Software verbessern wollen, wo er tagtäglich Abläufe durchläuft, wo er viel unbewusst tut, was er gar nicht artikulieren kann. Und das ist bekannt als implizites Wissen. Und das ist schwierig für Menschen, dieses implizite Wissen preiszugeben. Und das ist auch schwierig und eine große Herausforderung in der Softwareentwicklung. Darüber hinaus haben wir es zu tun mit vielen Akteuren, mit vielen verschiedenen Stakeholdern, auf Englisch. Diese verschiedenen Akteure haben einen unterschiedlichen Hintergrund. Ja, also die haben vielleicht was Unterschiedliches studiert. Ja, da gibt es jemanden aus den Wirtschaftswissenschaften, der eher das Projekt leitet. Dann gibt es jemanden, der Informatik studiert hat, der das programmiert. Und dann gibt es den Nutzer, der Biologie studiert hat und möchte ein System oder Biologie gelernt hat und möchte ein System haben, was seinen Arbeitsalltag verbessert. Wir haben also Personen mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichem Wissensstand, mit unterschiedlichen Erwartungen auch an das System. Und wir haben unter Umständen auch sogar mehrere Nutzergruppen, die inkonsistente Anforderungen haben, von Grund auf. Ne? Also die überlegen sich einfach Sachen und die kann man vielleicht gar nicht vereinen. Gut. Und neben diesen zwei Kerneigenschaften, Vollständigkeit und Konsistenz, gibt es noch eine ganze Reihe anderer Eigenschaften, die wünschenswert sind. Die Anforderungen sollen klar sein, einfach zu verstehen. Wir haben viele verschiedene Akteure. All die sollen ein gemeinsames Verständnis von diesen Anforderungen entwickeln. Sie sollten nicht mehrdeutig sein. Das heißt, es gibt da viele Formulierungen, die vielleicht mehrere Deutungen zulassen. Da werden wir auch gleich noch Beispiele sehen. Sie sollen korrekt sein, verifizierbar. Was heißt verifizierbar? Naja, nachher am Ende der Entwicklungszeit wollen wir ja ein Produkt ausliefern. Und dann ist die Frage, in den meisten Fällen, hat der Softwareentwickler eigentlich oder hat die Entwicklungsfirma eigentlich den Vertrag erfüllt? Ja, wurde das Produkt jetzt entsprechend der Anforderungen entwickelt? Und an der Stelle muss ich natürlich das überprüfen können. Ja, ich muss Tests durchführen können, um festzustellen, wie viel Prozent der Anforderungen wurden erfüllt, wurden alle Anforderungen erfüllt, müssen Sachen vielleicht noch nachgeliefert werden. Und da kommen wir zum nächsten Punkt und das ist, die Anforderungen sollten auch möglichst so geschrieben sein, dass sie änderbar sind. Und das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen für die Anforderungen. Eins ist zum Beispiel, dass sie nicht redundant sein sollten. Weil sobald ich redundante Anforderungen habe, ja, wenn einfach in mehreren Anforderungen das Gleiche steckt, wenn ich eine von denen anpasse, komme ich ganz schnell zu Inkonsistenzen. Und da sind wir wieder bei unseren wichtigsten Eigenschaften, Vollständigkeit und Konsistenz. Wichtig ist auch, durch diese vielen Akteure, die mit Anforderungen zu tun haben, die Anforderungen schreiben oder mit Anforderungen arbeiten müssen, dass es eine Traceability gibt. Was heißt das? Eine Nachverfolgung. Wir müssen in der Lage sein zu erkennen, wer hat die geschrieben und warum, damit man mit den Personen in Kontakt treten kann, wenn sich zum Beispiel Anforderungen widersprechen und man überlegen muss, welche Anforderungen jetzt wichtiger ist und welche man fallen lässt. Und dafür ist auch das Priorisieren wichtig. Ja, priorisieren bedeutet, dass wir bei den Anforderungen sagen, was muss das System unbedingt haben und was kann es haben. Und das kann man natürlich beliebig weit treiben. Da kann man eine Skala aufmachen von ganz wichtig bis wenig wichtig oder von dringend bis wenig dringend.
Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund und auch ein bisschen zur Auflockerung. Fred Brooks, auch einer der großen Informatiker, wird oft zitiert mit dem folgenden Statement: Much of the essence of building a program is in fact debugging the specification. Was meint er damit? Naja, was er mit Spezifikation meint, sind im Wesentlichen die Anforderungen, die wir für so ein Dokument, für eine Software festlegen. Und im Laufe des Entwicklungsprozesses werden wir immer besser verstehen, was das System eigentlich können soll und welche Probleme es in der Spezifikation gibt. Und es wird sich nie vermeiden lassen, dass wir inkonsistente und unvollständige Anforderungen haben. Das liegt in der Natur der Sache. Wir können versuchen, möglichst viele Fehler möglichst früh zu finden. Und da gucken wir uns im dritten Teil dann, gucken wir uns gleich noch ein paar Techniken an. Allerdings, das ist sozusagen Teil dieses Entwicklungsprozesses, Teil der Entwicklung von Software, dass wir Fehler in der Spezifikation finden. Ja, und wir müssen damit rechnen, einfach an jedem Zeitpunkt. Das kann genauso beim Implementieren sein, wenn wir diese Systeme testen. Das kann bei der Auslieferung sein. Das kann aber auch später im Betrieb sein. Es kann teilweise sein, dass man nach einem Jahr feststellt, oh, eigentlich waren die Anforderungen doch widersprüchlich und deswegen haben manche der Nutzer jetzt Nachteile. Gut, jetzt kommen wir so ein bisschen dazu. Wir haben uns jetzt über Qualitäten von Anforderungen unterhalten. Wie funktioniert eigentlich dieser Requirements Engineering Prozess? Also, wie kommen wir dazu, dass wir zu Anforderungen kommen und wie können wir jetzt sicherstellen, dass wir gute Anforderungen haben? Ian Somerville unterscheidet da zwischen drei verschiedenen Phasen. Das erste ist Requirements Elicitation and Analysis, also zu Deutsch Anforderungsermittlung und Anforderungsanalyse. Requirements Elicitation and Analysis is a process of deriving the system requirements through observation of existing systems, discussions with potential users or development of prototypes. Das heißt, worum geht's? Wir wollen die Anforderungen ermitteln, wir wollen herausfinden, durch das Angucken von bestehenden Systemen, wie der Nutzer mit diesen Systemen interagiert, was in den meisten Fällen in irgendeiner Form auch Software ist, das kann aber auch Hardware sein. Und in diesem Umfeld wollen wir ja durch die Software irgendeine Situation verbessern. Ja, wir wollen vielleicht ein System durch ein neues ersetzen, wir wollen vielleicht ein System ändern, sodass es besser ist. Und an der Stelle ist das Wichtigste zu verstehen, was der Kunde eigentlich braucht. Und ein adäquates Mittel dafür ist eben, Prototypen zu entwickeln. Das heißt, ein Prototyp, der kann so ein Teil der Funktionalität, ist nicht dazu gedacht, produktiv eingesetzt zu werden, aber kann eben so einen Eindruck vermitteln, ob das, was man da jetzt schafft, woran man vielleicht in dem nächsten Jahr sitzt, kann man nach einem Jahr, nach einem Monat schon einen Prototyp entwickeln und kann mit dem schon gucken, ist das eigentlich das, was der Kunde braucht. Dann gibt es eine zweite Phase, und zwar ist das die Anforderungsspezifikation. Requirement Specification is the process of writing down the user and system requirements in a requirements document, also known as Requirement Specification. Also, die Anforderungsspezifikation ist der Prozess, wie wir die Anforderungen dokumentieren, wie wir sie niederschreiben, wie wir dazu vielleicht irgendwelche Grafiken malen oder ähnliches und wie wir das in einem Dokument festhalten. Wir hatten vorhin schon über typische Strukturen von solchen Dokumenten gesprochen. Das heißt, da geht es eben darum, eben ein solches Dokument zu erstellen. Was ein bisschen ungünstig ist, ist, dass der Begriff Requirement Specification in der Literatur tatsächlich überladen ist. Es wird nicht überall so sauber benutzt und oft meint Requirement Specification gleichzeitig den Prozess. Wie komme ich dahin, dass ich eben die Anforderungen festhalten kann, dokumentieren kann und gleichzeitig das Endresultat dieses Requirements-Dokument? Wenn man es sehr genau machen möchte, dann ist Requirement Specification eben dieser Prozess und das Requirements-Document ist das Resultat aus diesem Vorgang. In der dritten Phase geht es um Requirements Validation, zu Deutsch Anforderungsvalidierung. Requirements Validation is an activity that checks requirements for realism, consistency and completeness.
Ist also denkbar simpel. Wir haben uns ja eben über Qualitätskriterien unterhalten für Anforderungen und jetzt wollen wir die eben überprüfen, ob sie realistisch sind, ob sie konsistent sind, ob sie vollständig sind. Realistisch, können wir das überhaupt schaffen? Können wir das in dem Zeit- und Kostengeflecht sozusagen unter den Randbedingungen, kann man das überhaupt erreichen? Das Ganze hängt zusammen. Und zwar gibt es sozusagen diese drei Phasen und die Phasen gehen ineinander über und unter Umständen, wenn ich eben beim Aufschreiben der Anforderungen feststelle, oh, hier habe ich was noch nicht richtig verstanden, dann schreibt man da eben so ein To-Do rein und sagt, an dieser Stelle muss man eben mit dem Kunden nochmal Rücksprache halten, dann geht man zurück in die Anforderungsermittlung und genauso kann man eben von der Validierung vielleicht auch nochmal zurückgehen, das Dokument überarbeiten, zum Beispiel Redundanzen entfernen. Oder aber auch wieder zwei Schritte zurückgehen. Das heißt, es ist ein iterativer Prozess, wo wir eben hin und zurückgehen müssen. Aus jedem dieser Phasen fällt was raus, nämlich einerseits eine allgemeine Beschreibung des Systems, die Nutzer- und Systemanforderungen und letztlich das gesamte Anforderungsdokument. Jetzt, ich hatte es schon ein bisschen angedeutet, aber ein Teil ist auch wichtig in dieser Vorlesung zu verstehen. Warum ist das eigentlich so schwierig, Anforderungen zu ermitteln? Und da gibt es eine Reihe von Gründen, die Ian Somerville da auch in seinem Buch beschrieben hat. Das eine ist, die Akteure, mit denen wir zu tun haben, die Nutzer haben Schwierigkeiten zu artikulieren, was sie eigentlich brauchen. Ja, sie können ziemlich genau sagen, was sie für Probleme haben und was nicht gut läuft. Aber wie die Lösung dafür aussehen sollte, das ist schwieriger. Dann haben wir damit zu tun, dass an der Stelle natürlich Akteure aus verschiedenen Domänen aufeinandertreffen, die einen unterschiedlichen Hintergrund haben. Und die meisten Akteure, die wir interviewen werden, wenn es darum geht, was für Anforderungen eine Software haben soll, die haben keine Informatikausbildung hinter sich. Die haben Informatik weder gelernt noch studiert, auch nicht promoviert da drin. Die haben ein sehr allgemeines Verständnis von Software und was damit möglich oder unmöglich ist. Das heißt, damit müssen wir umgehen, damit müssen wir überlegen, wie wir das handeln können, dass eben der Kunde vielleicht gar nicht weiß, was überhaupt möglich ist. Und dann dieses implizite Wissen, was ich vorher schon erwähnt hatte, was teilweise unbewusst ist, was man überhaupt erstmal ins Bewusstsein schaffen muss, und ganz viel Jargon, der sich ergibt. Und das hat jeder, der schon mal irgendwo eine Firma reingerochen hat, wahrscheinlich mitbekommen. Und das ist selbst, als ich jetzt hier die Uni gewechselt habe, kriegt man mit, alle benutzen Abkürzungen. Für alle Lehrveranstaltungen gibt es Abkürzungen. Und natürlich sind die Abkürzungen an anderen Unis andere. Und es ist schwierig, da am Anfang quasi mitzukommen. Ja, und das ist eine ganz typische Situation. Man geht in eine Firma, in irgendein Umfeld, kriegt da mit. Die Leute reden zwar darüber, sie können sich untereinander ganz gut verstehen. Die Neuen vielleicht noch nicht ganz so, aber sie können sich untereinander gut verstehen über eben diese Jargon. Und dann haben wir typischerweise dynamische Umgebungen. Es gibt einfach immer wieder neue Mitarbeiter, andere verlassen die Firma und so kann es eben sein, dass man auch im Laufe eines halbjährigen Softwareprojektes mit jemandem die Anforderungen ausmacht und nachher ist ein anderer Mitarbeiter, der die Abnahme macht. Ja, und mit sowas muss man umgehen und sowas stellt eben einen auch vor Herausforderungen. Damit wir uns ein bisschen besser in diese Lage versetzen können, möchte ich euch ein bisschen illustrieren, wie diese zwei Rollen aussehen. Und zwar einmal die Rolle von dem, der die Anforderungen ermitteln will, ja, also was ein Projektleiter sein kann, oder auch diese spezielle Rolle von einem Requirements Engineer. Und diese andere Rolle, in der eine beliebige Person schlüpfen kann, das muss jetzt nicht notwendigerweise aus einem bestimmten Feld sein, typischerweise eben kein Informatiker, die plötzlich sagen soll, was sie eigentlich so macht und wie man das verbessern kann. Und um diese Rollen zu verdeutlichen, habe ich mich ein bisschen ins Zeug gelegt und Film ab, Plack, verwandle mich. Guten Tag, Herr Müller. Hallo, Herr Meier. Schön, dass Sie es so kurzfristig einrichten konnten. Darf ich noch ein paar Fragen loswerden? Na klar, kein Problem. Schießen Sie los. Sie öffnen also morgens das Schloss am Haupteingang. Ja, das habe ich Ihnen doch gesagt. Jeden Morgen? Ja, natürlich. Auch am Wochenende. Ja, am Wochenende bleibt das natürlich zu. Und während der Betriebsferien? Da bleibt es natürlich auch zu.
Und wenn Sie krank sind oder Dann Urlaub macht das Herr haben? Schulze. Und wenn Herr Schulze nun ausfällt, dann klopft irgendwann ein Kunde ans Fenster, weil er nicht reinkommt. Was bedeutet morgens? Wenn ich morgens ankomme, dann gibt es erstmal einen Kaffee und dann drehe ich meine Runde. Dieser kleine Dialog sollte für euch illustrieren, dass es verschiedene Rollen gibt, dass wir in verschiedene Rollen schlüpfen. Und in dieser Rolle es Schwierigkeiten gibt, sowohl auf der Seite von dem, der die Anforderungen ermittelt, als auch von dem, der die Anforderungen artikulieren soll, der sagen soll, was soll denn jetzt das System können. Und in dem Beispiel haben wir eben gesehen, dass es irgendwie impräzise Sachen gibt. Und auch wenn ich da vielleicht ein paar Klischees bedient habe, um es unterhaltsam zu machen, soll das nicht darüber hinwegtäuschen, dass es tatsächlich so sein kann, dass ein und dieselbe Person, also auch ein Informatiker, plötzlich in dieser anderen Rolle ist und unvollständige Angaben macht, mehrdeutige Angaben macht, sowas wie morgens schließe ich da auf oder morgens schalte ich meinen Computer ein. Ja, aber was, wann ist morgens und passiert das wirklich immer? Das ist eine sehr typische Situation und eine große Herausforderung tatsächlich für die Softwareentwicklung. Es gibt verschiedene Techniken, wie wir jetzt Anforderungen ermitteln können. Wir können offene Interviews führen. Das heißt, wir können einfach uns für eine Stunde, für einen Tag, für einen halben Tag treffen und können ein solches Interview machen, wie wir das eben gesehen haben. Es kann auch Closed Interviews geben. Das heißt, der Akteur, den ich interviewe, der soll nur vordefinierte Fragen beantworten. Das heißt, ich überlege mir im Voraus ganz genau, das und das sind die Fragen und nur die werden gestellt und keine Nachfragen. Tatsächlich ist es so, dass diese beiden Techniken oft kombiniert werden und das habt ihr eben auch in dem Beispiel gesehen, dass ja so eine einzelne Frage, die vielleicht vorher irgendwie festgelegt war über so ein geschlossenes Interview, dass die eben dann, dass man danach fragt und dass man dann eben letztlich so ein offenes Interview daraus entsteht. Dann gibt es den Begriff der Ethnographie, der im Deutschen relativ unüblich ist. Da geht es eben darum, den Akteur bei seiner Arbeit zu beobachten. Das heißt, es kann sein, dass man einfach mal so einen Tag miterlebt von der Person und beobachtet, wo die Zeitfresser sind von der Person, wenn man zum Beispiel die Effizienz verbessern möchte. Dann Prototypen, das hatte ich schon erwähnt. Das heißt, wenn es um eine App geht, dann baue ich einfach mal eine App und baue da nur die Buttons ein und gucke, ob es das ist, was jetzt ein Nutzer erwarten würde. Ja, wenn die Bundesregierung eine App in Auftrag gibt, dann zeigt man der einfach mal eine App, wo man sagt, ja, das wären jetzt hier die drei Buttons, reicht euch das? Ja, ist das das, was ihr haben wollt? Und dann immer wieder Feedback-Schleifen, und das hatten wir vorhin auch schon gesehen in dem Diagramm von Ian Summerville. Gut. Ja, ich muss auf die andere Seite wechseln, damit es hier funktioniert. Hier ein Zitat dazu. You need to spend time understanding how people work, what they produce, how they use other systems and how they may need to change to accommodate a new system. Das heißt, wir müssen tatsächlich Zeit aufwenden, um zu verstehen, wie die Personen arbeiten, was sie tagtäglich tun, wie sie mit irgendwelchen existierenden Software oder Hardware interagieren und was wir machen müssen oder was sie selber ändern müssten, um mit dem neuen System zu arbeiten. Nur wenn wir das gut verstehen, dann können wir tatsächlich gute Software bauen. Und in der Praxis ist es so, es gibt nicht diese eine Technik, sondern bei einem größeren Softwarepaket wird man alle diese drei Techniken einsetzen. Und natürlich gibt es auch noch mehr Techniken, die weniger oft in der Praxis eingesetzt werden. Gut, jetzt gibt es auch noch Techniken, das möchte ich nur ganz kurz behandeln, wie man Anforderungen validiert. Das heißt, da gibt es verschiedene Arten von Checks. Das heißt, ich gucke, sind die überhaupt gültig? Ja, sind die Anforderungen, reflektieren die eigentlich einen wirklichen Anwendungsfall, den der Nutzer hat? Löse ich damit wirklich ein Problem? Dann, ob sie konsistent sind. Ja, da Konsistenz und Vollständigkeit habe ich heute viel schon drüber gesprochen. Aber bei der Validierung fragen wir uns eben explizit nochmal diese Fragen. Sind die Anforderungen wirklich konsistent? Sind die wirklich vollständig? Und dann sind sie realistisch? Kann ich das mit den Anforderungen an, wie lange habe ich Zeit, um diese Software zu entwickeln,
Und in dem gegebenen Kostenrahmen kann ich das überhaupt realistisch umsetzen. Ja, Beispiel Corona-App. Es nützt uns relativ wenig, wenn so eine Corona-App nach 3 oder 4 Jahren fertig ist, weil hoffentlich werden wir in 3 oder 4 Jahren die Pandemie so weit im Griff haben, dass wir auf solche Apps zumindest nicht mehr angewiesen sind. Und dann der letzte Punkt. Können wir eigentlich diese Anforderungen testen? Können wir eigentlich nachweisen am Ende des Softwareprojektes, dass wir die Anforderungen erfüllt haben? Und dafür kann man eben Reviews machen. Das heißt, verschiedene Akteure gucken auf die Anforderungen, versuchen Fehler zu finden, Prototypen erstellen und tatsächlich schon Testfälle erstellen. Das heißt, exemplarisch, vielleicht nicht vollständig, aber teilweise ein paar Tests machen, wo man sagt, das wäre jetzt ein Test, mit dem wir nachher herauskriegen, ob die Software das tut, was sie soll. Gut, damit sind wir auch am Ende von diesem Teil. Es ging also um gewünschte und ungewünschte Eigenschaften an Anforderungen. Es ging darum, wie sieht dieser Anforderungsprozess aus, Englisch Requirements Engineering, was auch im Deutschen immer mehr verbreitet ist. Und warum ist es eigentlich so schwierig, Anforderungen zu ermitteln und was gibt es für Techniken, um das besser zu machen? Hier könnt ihr auch wieder ein bisschen was nachlesen. Ich habe euch hier die Kapitel angegeben, die relevant sind für diesen Vorlesungsteil. Und ihr sollt jetzt versuchen, eure Anforderungen, die ihr nach dem letzten Teil aufgestellt habt, zu verbessern. Das heißt, guckt euch die Kriterien nochmal an. Was sollte man, wie sollte man die schreiben? Passen die wirklich zu diesen Einteilungen? Und ihr sollt jetzt im Prinzip sowas machen wie ein Review. Ne? Normalerweise würde man jemanden anders die Requirements reviewen lassen. Auch das könnt ihr machen, ja, wenn ihr einen Partner findet, wo er sagt, ja, ihr habt vielleicht schon eine Lerngruppe und dann versucht ihr gegenseitig die Anforderungen weiter zu verbessern. Die dann bitte hochladen, am liebsten als Antwort auf die ursprünglichen Anforderungen, weil man dann das gut nachvollziehen kann und weil dann auch jeder sieht, das war die ursprüngliche Fassung, das ist die Verbesserung, und man kann dadurch ein bisschen verstehen, wo sind die Schwierigkeiten und jeder kann sich damit ein bisschen überprüfen. Gut. Hier noch ein kleiner Hinweis. Ich würde mich da freuen, wenn es vor allem positive Anreize gibt. Das heißt, wenn ihr sagt, hier ist die Verbesserung besonders gut gelungen oder hier waren die ursprünglichen Anforderungen schon sehr gut, dann diese Antworten bitte hochvoten und sagen, das sind gute Beispiele für die Vorlesungen, die sich andere angucken können. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Teil, aber natürlich erst, wenn ihr fertig seid. Bis gleich.